Hallo und herzlich willkommen im RC3-Channel Gehacktes from Hell aus der Bierscheune in der Alten Hölle in Brandenburg. Unser eigenes Projekt hier auf dem Land im schönen Wiesenburg ist gerade erst gestartet. Im Vortrag jetzt geht es um ein Projekt, das bereits seit 3 Jahren besteht. Der Verstehbahnhof in Fürstenberg an der Havel. Daniel Drumscheid-Berg erzählt uns von dem Hack- und Makespace, der sich auf gemeinwohlorientierte Digitalisierung fokussiert. Da sind wir hier in der Hölle sehr gespannt, von den Erfahrungen zu lernen. Und natürlich könnt ihr auch von zu Hause an den Geräten eure Fragen an Daniel stellen. Zum Beispiel über Twitter mit dem Hashtag RC3Hell oder im IRC und Rocket Chat unter dem Hashtag RC3-Gehacktesfromhell. Und jetzt hallo Daniel und viel Spaß beim Talk. Hallihallo und herzlich willkommen in der Bierscheune auf dem RC3. Ich grüße euch aus dem Verstehbahnhof in Fürstenberg und möchte heute ein bisschen was erzählen zu gemeinwohlorientierter Digitalisierung bzw. gemeinwohlorientierten digitalen Infrastrukturen. Fürstenberg kennt vielleicht nicht jeder, deswegen ganz zum Anfang eine kleine Verortung. Wir befinden uns etwa 80 Kilometer nördlich von Berlin, das ist also so irgendwo zwischen Ostsee und Berlin. Ihr seht hier direkt gelegen am Beginn der Mecklenburgischen Seenplatte. Das ist auch eine sehr schöne und wasserreiche Gegend hier. Es gibt sehr viel Natur. Gleichzeitig befinden wir uns nicht mehr im Speckgürtel Berlins, sondern schon wirklich ein bisschen außerhalb. Wir sind hier gelegen an der Bahnstrecke des RE5, also das, was Stralsund bzw. Rostock mit Berlin verbindet. Das macht für uns hier im Bahnhof natürlich riesig was aus, denn wir sind sehr einfach besuchbar. Und man kann einfach in Berlin im Gesundbrunnen oder Hauptbahnhof, Südkreuz, Potsdamer Platz in einen Zug steigen und ist in etwa einer Stunde da. Der Bahnhof selbst befindet sich relativ im Zentrum der Stadt. Auch das ist für uns eine ganz wichtige Sache, denn wir sind hier mittendrin. Menschen aus der Stadt können sehr leicht zu uns kommen. Es gibt sehr viele zufällige Besucher, die den Bahnhof entdecken bei einem Ausflug nach Fürstenberg, wenn sie hier Urlaub machen. Oder beim täglichen Pendeln und sich irgendwann früher oder später dann fragen, was gibt es da eigentlich im Bahnhof und welche Rolle spielt das für mich? Und das ist bei sehr vielen Überlegungen, die wir hier hatten, eine sehr wichtige Sache, denn wir betreiben das hier nicht so zum Selbstzweck und auch nicht nur für uns, also für diese kleine, aber feine, sehr intensiv technisch orientierte Community hier vor Ort, sondern wir verstehen uns als einen Baustein einer zukunftsfähigen Kleinstadt, ein Baustein, den es braucht, Digitalkompetenz, Leute, die sich mit Zukunftstechnologien irgendwie auskennen, Leute, die wissen, wie man heute in einer vernetzten Welt irgendwie einfach zu Lösungen kommen kann, wie man Probleme behebt und so weiter. Alles das sind Themen, die hier in einer Kleinstadt eine riesige Rolle spielen und für die es wesentlich weniger Ansprechpartner gibt als in einer Stadt. Und deswegen ist es umso wichtiger. Ne? Also das schwingt auch immer mit. Welche Rolle spielt ein solcher Ort für eine Stadt auf einer Metaebene, für all die anderen, die sich überlegen, auch aufs Land zu gehen? Also wenn ihr nicht nach Fürstenberg kommt, was definitiv die beste Wahl wäre, sondern vielleicht in Richtung Alter Hölle geht, andere Ecke Brandenburgs, aber sicherlich ganz genauso schön und mindestens genauso wichtig, dass man auch dahin geht, dann sind das auch alles Faktoren, die eine riesige Rolle spielen und die es sich lohnen, wegen denen es sich lohnt, aufs Land zu gehen. Bei digitalen Infrastrukturen, ich würde jetzt gerne erstmal mit diesem Bild anfangen. Die Frage ist ja, was ist eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur? Und wir haben hier draußen festgestellt, also es gibt viele Leute, die haben ein kleines Eigenhäuschen hier und es gibt ganz extrem viele Leute, die so kleine Trampoline, diese runden Dinger kennt ihr vielleicht, im Garten stehen haben. So, wir haben auch ein Trampolin im Garten, wir haben so ein Sporttrampolin. Das sieht man hier auf dem Bild. Und seit wir hier sind, wir sind jetzt seit 2010 hier draußen, gibt es, 2011, Entschuldigung, gibt es eigentlich jeden Sommer einen Haufen Kinder, die bei uns klingeln und fragen, ob sie dieses Trampolin benutzen dürfen. Und wir haben uns anfänglich gefragt, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Dann gleichzeitig ist ja irgendwie klar, wenn das Trampolin weniger genutzt wird und nur rumsteht, dann hat sich die Anschaffung eigentlich nicht gelohnt, also haben wir uns dazu entschieden, dieses Trampolin mehr oder weniger auf Absprache freizugeben für junge Leute aus der Stadt. Und das ist vielleicht das Sinnbild für eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur. Es ist eine Infrastruktur, die
unabhängig davon, wem sie erstmal gehört, anderen auch zur Verfügung gestellt wird, und die dazu beiträgt, dass mehr Leute in der Stadt Spaß haben können in dem Fall. Also auch die Frage nach dem Eigentum an den Produktionsmitteln, hier das Produktionsmittel Spaß, spielt eine riesige Rolle. Wem gehört das und darf ich das irgendwie auch benutzen? Und für das Trampolin gilt, die Kids dürfen das benutzen, seitdem sind die Kinder besser drauf und das hat ja noch nie geschadet. Und so hat das irgendwie mit dieser Reise und mit uns und den Kindern hier in der Stadt begonnen. Im Sommer 2012, das ist ein typisches Bild eigentlich, also es versammeln sich immer relativ viele Kinder bei uns und früher oder später fragen alle Kinder, was wir eigentlich sonst so machen. Ne? Damals war Anke noch nicht im Bundestag, ich arbeite eh von zu Hause. Die dachten eine Weile, wir wären arbeitslos und hätten nichts zu tun, weil wir relativ viel zu Hause sind, wenn jemand klingelt. Und ich habe den Kids dann erzählt, dass das eigentlich damit gar nichts zu tun hat, sondern wir sehr wohl viel Arbeit haben, wir diese Arbeit aber von zu Hause erledigen können, da wir Remote-Worker sind, irgendwie freiberuflich arbeiten und wir die Möglichkeit haben, das von überall da zu machen, wo die Infrastruktur stimmt. Also der Zugang zum Internet, wo ich einen Laptop habe und solche Dinge, das kennt ihr ja alle. Das waren vollkommen neue Konzepte für ganz viele von diesen jungen Leuten. Also die kennen sehr häufig Eltern, die zur Arbeit fahren, irgendwie die morgens zu einer bestimmten Uhrzeit im Büro, im Supermarkt auf der Arbeit sein müssen, die nicht so flexibel sind wie wir und die vor allem nicht von zu Hause arbeiten können. Und so hat sich dann ergeben, dass ich denen ein bisschen erzählt habe, was wir machen. Wir haben dann angefangen, kleine Projekte bei uns zu Hause zu machen. Wie das so ist, Bob3, Lötprojekte, alle möglichen anderen Sachen. Also wir haben sehr viel gelötet, vor allem mit den Kids. Die von euch, die mit jungen Leuten zu tun haben, wissen das vielleicht. Löten ist ein super Einstieg. Man hat so ein bisschen was mit Basteln zu tun hat und gleichzeitig kommt man an die Elektronik und sowas ran. Und so haben wir dann über viele Jahre eigentlich erstmal bei uns zu Hause die Kinder auch drin gehabt, haben gemeinsam gelötet oder irgendwelche anderen Projekte gemacht. Das hat sich dann so ein bisschen ausgewachsen. Wir haben angefangen auch ein bisschen zu programmieren, festgestellt, dass es da sehr leicht ist, eigentlich junge Leute abzuholen, auch junge Mädchen abzuholen zum Beispiel. Das ist ganz erstaunlich, wie viel Mädels wir hier bei uns haben. Dann hat sich das ein bisschen ausgewachsen in unser Dachgeschoss. Also ich habe da oben sowas ein bisschen ausgebaut oben, damit da Leute übernachten können und man gelegentlich auch vielleicht ein bisschen was gemeinsam arbeiten kann. Früher oder später hat das aber nicht mehr so wirklich skaliert. Also wir hatten sehr viel Besuch. Der Besuch wurde auch immer älter. Das ist jetzt hier aus einer Oberstufe, aus dem Gymnasium, eine Gruppe, die da war. Wir haben uns früher oder später einfach gefragt, so, wo führt das eigentlich hin? Und kann man das alles im Rahmen von einem rein privaten Engagement machen? Macht das Sinn, dass das bei uns zu Hause ist, mit all den Problemen, die das mit sich bringt? Na, wie trenne ich meine privaten Räume von dem, wo jetzt sich auch junge Leute aufhalten können und so weiter? Das ist ja dann nicht ganz so einfach. Und dann gibt es gegenüber dieses schöne Bahnhofsgebäude und das stand eine ganze Weile mehr oder weniger leer. Das wurde vor 6 Jahren jetzt, glaube ich, dann gekauft von einem privaten Eigentümer. Der wollte schon immer mal ein Bahnhofsgebäude besitzen. Es sind ein paar andere Leute in diesem Bahnhof eingezogen, die dachten, sie machen da mal ein paar Projekte. Und es gibt diese schöne alte Wartehalle, aus der heute auch das Abchillgleis oder über den RC3 ja die ganze Zeit das Abchillgleis gesendet wird. Die sind auch hier bei uns vor Ort. Diese Wartehalle stand leer, 110 Quadratmeter, ungenutzt irgendwie. Und wir haben uns gefragt, warum gehen wir nicht in die Wartehalle und machen einfach da ein bisschen Action mit den jungen Leuten. Und dann sah das ungefähr so aus. Wir haben da ein paar Tische aufgebaut, haben eine kleine Anschubfinanzierung besorgt, haben einen Verein gegründet vor allem. Gleichzeitig seht ihr, das sieht jetzt nicht so ultra gemütlich aus. Das ist alles so sehr weiße Kacheloptik und oben ein bisschen runtergerockt. Gelegentlich wurde da auch eine Party gefeiert. Dann musste man immer gucken, gibt es noch irgendwo nicht jugendfreie Sachen, die wegzuwischen sind von den Tafeln, die da hängen oder so. Das Feuerholzlager mittendrin. Also insgesamt war das zwar ganz gut für den Start und nicht mehr bei mir zu Hause. Gleichzeitig aber eben viele Kompromisse und irgendwas, was man ständig umräumen musste. Wir haben also überlegt, was machen wir? Also irgendwie, das ist angelaufen, es kamen immer mehr Kids, das wurde irgendwie zu einer offiziellen Nachmittags-AG von der Grundschule hier vor Ort. Wir haben mit einigen Gymnasien aus der Gegend angefangen zusammenzuarbeiten und so hat sich das irgendwie so weit entwickelt, dass das auch in dieser Halle zwar schön und gut war, aber eben nicht mehr so richtig skalierte.
Dann gab es im Bahnhof auch eine Kneipe, die Dampflok. Die fanden das jetzt gar nicht so gut. Ist auch eine sehr schräge Erfahrung, dass wir auf einmal so eine Art Gentrifizierungstreiber hier vor Ort wurden. Wir haben eine Veränderung gebracht, also auch Bewegung hier in der Stadt, die den Leuten, die die Kneipe betrieben haben, gar nicht gepasst haben. Also die wollten eigentlich, glaube ich, ihre Ruhe im Bahnhof. Die waren sehr froh, dass es da so viel Leerstand gab, der nicht genutzt wird. Die hatten irgendeinen Modus, von dem sie sich erhofft haben, glaube ich, dass der bis zur Rente so weiterläuft. Und dann kamen wir, andere junge Leute, wir haben irgendwie da Bewegung reingebracht und die hatten im Endeffekt nach einem Jahr oder 2 Jahren keinen Bock mehr und haben sich mit dem Vermieter überworfen und sind dann aus der Halle bzw. Aus dieser Kneipe ausgezogen. Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das Ganze noch ein bisschen größer zu denken. Wir haben uns das alles mal angeguckt da drüben, nachdem die ausgezogen waren. Das sah dann ungefähr so aus. Also das ist der ehemalige Schankraum, in dem ihr später dann auch Fotos von unserer Werkstatt heute seht. Nebenan so ein Automatenraum, das sah doch schon alles ganz gut aus. Also wer kann bei solchen Bildern irgendwie sich nicht vorstellen, wie gemütlich das werden kann. Es gibt sogar eine Küche, also wir haben sofort gedacht, hier können wir kochen gehen. Wie geil ist das hier? Sanitäranlagen, irgendwie auch alles da. Wir waren also hin und her gerissen. Ich habe dann überlegt, was braucht es eigentlich? Es braucht vor allem wahrscheinlich guten Strom. Und nachdem wir dann die Strominstallation gesehen haben, haben wir gedacht, also hier besteht kein Zweifel. Das ist eine solide Grundlage dafür, dass wir in diesem Bahnhof richtig was reißen können. Also sollten wir da einziehen. Bevor man daraus aber was machen kann, ganz richtig, braucht es erstmal ein Abrisskommando. Wir haben also einmal einen Rundruf an die Kids gestartet. Die haben sich Handschuhe mitgebracht, sind eingerückt und haben angefangen, die ganze Bude auseinanderzunehmen. Das war im Endeffekt auch alles, was man wirklich damit machen konnte. Da musste eigentlich erstmal alles raus. Also wir haben mehrere Monate, das Ganze hat angefangen November 2018. Wir haben dann so bis zum Sommer 2019 damit verbracht, das erstmal alles irgendwie rauszureißen und zu renovieren. Ne? Irgendwer hatte so einen Toskana-Strukturputz irgendwie aus dem Urlaub mitgebracht. Das war ganz viel Arbeit, den da von den Wänden zu entfernen, genau wie allen möglichen anderen Kram. Also es gab so ein paar Dinge, die haben uns sehr viel Zeit und Energie gekostet. Na, gleichzeitig haben wir uns natürlich auch nicht unterkriegen lassen, sondern Meter für Meter, Quadratmeter für Quadratmeter uns rangerobbt. Ihr seht, das wird langsam wesentlich wohnlicher. Sieht richtig gut aus alles. Wir haben die Türen geschliffen, irgendwie den ganzen Lack entfernt, damit es gemütlich wird. Patina unter irgendwelchen Tapeten freigelegt, die hinterher sogar ganz gut aussah. Alles in mühsamer Kleinarbeit über viele, viele Monate. Und auch das hat nur funktioniert, weil das natürlich hier vor Ort nicht ich alleine bin, sondern wir so eine total gemischte Crew aus Leuten sind, die immer dann, wenn sie mal Zeit haben, irgendwie mit anpacken. Und dann ist das, wie überall anders auch, sind das Leute, die viel Zeit haben oder mehr Zeit haben und manche weniger. Aber eigentlich war die Erfahrung, dass immer dann, wenn man so ein bisschen unter der Arbeitslast verzweifelt, zufällig 3, 4 andere Leute vorbeikamen, die mit angepackt haben. Und so, ja, so hat das alles, was wir hier, auch was ihr später seht, irgendwie funktioniert, weil wir uns gegenseitig unterstützt haben und genug Leute, eine kritische Masse an Leuten, daran geglaubt haben, dass hieraus was werden kann. Und so wurde das alles irgendwie immer wohnlicher, bis wir dann so weit waren, dass wieder aufgebaut werden konnte. Na, ein paar von unseren Kids haben einen schicken Boden oben verlegt. Den kennt ihr vielleicht auch von diversen Bildern und den sieht man auch später nochmal ein bisschen in Szene gesetzt. Aber vielleicht erkennt ihr, dass Jugendhackt-Alpaka auf dem Boden ist. Genauso wenig ein Wunder wie verschiedene Kleider, die wir irgendwo untergebracht haben. Mit diesen Werkstattfliesen kann man erstaunlich schöne Pixelkunst machen. Naja, und dann kam diese erste Iteration eines Hacker- oder Makerspaces, die wir hier an den Start gebracht haben. Das sind so Bilder aus den frühen Tagen. Ein bisschen lieblos oder zusammengewürfelt eingeräumt. Aber das kennt ihr sicherlich auch. Ein solcher Ort, der wächst ja auch über Zeit. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass etwas von Anfang an irgendwie im finalen Zustand sein kann, sondern das braucht Zeit herauszufinden, was wie funktioniert. Wir haben jetzt gerade für den RC3 und den Abschluss dieses Jahres noch einmal komplett umgebaut und ich würde sagen, wir sind jetzt sehr nah dran am Optimum. Das hat aber einige Jahre gebraucht, herauszufinden, was eben nicht funktioniert und was gut funktioniert.
Ja, so Bilder kennt ihr, einige Gerätschaften, das hat sich so über Zeit hier auch irgendwie alles bei uns eingefunden. Wir haben zusätzlich zur Werkstatt auch ein Wohnzimmer. Das ist auch eine frühe Phase dieses Wohnzimmers. Da ist die Idee, dass es als Infrastruktur der Stadt eben auch nutzbar wird durch Dritte. Also dass gar nicht nur wir, die gemütlich irgendwo sitzen wollen und Dinge in der Werkstatt treiben, das nutzen können, sondern dass auch andere Vereine, Initiativen, irgendwelche Leute das nutzen können, wenn es gerade nicht von irgendjemand anderem besetzt ist. Und das ist ganz wichtig, denn in Fürstenberg, das muss man vielleicht auch dazu sagen, gibt es kein Nachbarschaftshaus, kein Gemeindezentrum, kein Bürgerhaus oder sowas, sondern man kann sich eigentlich nur irgendwo in eine Kneipe setzen oder in irgendeine Gastronomie oder bei irgendwem privat zu Hause. Und wir sind der erste Ort, neben der sehr großen Mehrzweckhalle der Stadt vielleicht, die man mieten kann, wir sind der erste Ort, der quasi für kleinere Gruppen und die Allgemeinheit zur Verfügung steht. Wir zahlen hier eine Miete. Und aus unserer Sicht ist die Miete dann am besten investiert, wenn der Ort möglichst gut frequentiert ist. Und das sind nicht nur wir in der Werkstatt, sondern eben auch ganz viele andere. Die Küche haben wir natürlich auch renoviert, die sieht wesentlich besser aus mittlerweile und so hat man ein ganz gutes Zusammenspiel in dieser frühen Phase. Wir sind jetzt so im Jahr 2019 des Bahnhofs, wo wir mit der Werkstatt, dem Wohnzimmer und der Küche schon so eine ganz gute Grundlage für allerlei Aktivitäten hatten. Dann kam vollkommen ungeplant, kamen diese Kollegen hier vorbei, die standen eines Tages bei uns vor der Tür. Wir hatten gehört, dass eine neue Glasfasertrasse gebaut werden soll, die Skandinavien, also einige Hyperscaler-Rechenzentren im Süden von Skandinavien mit Berlin verbinden sollen. Das waren heiße Monate, in denen wir versucht haben rauszukriegen, wo genau diese Trasse läuft und ob das irgendwie für uns relevant sein könnte. Es sah dann eine Weile so aus, als wären die einfach ein paar hundert Meter in der falschen Ecke der Stadt. Dann kam aber eine E-Mail, wir sollen mal die Augen offen halten. Die Trasse sei umgeplant worden und unter Umständen kommt das direkt bei uns vorbei. Und tatsächlich, ein paar Tage später, ist dieser Zug hier vorgefahren mit sehr sympathischen Kollegen, die gleich einen Haufen Leerrohr mitgebracht haben. Und wir dachten, oh je, jetzt wird's ernst, da muss schnell gehandelt werden. Und dann standen die da drüben mit ihrer Horizontalbohranlage auf der anderen Seite der Straße und wir haben ein paar Tage intensiv verhandelt, um sicherzustellen, dass wir mit angeschlossen werden an diese Trasse. Die Trasse läuft von, ebenso wie der RE5 eigentlich, von Norden nach Süden, also von der Ostsee bis Berlin. Und ihr könnt hier sehen, wir sind mit angebunden mittlerweile. Wir sind also eine der ganz wenigen kleinen Haushalte, zumindest zu dieser Zeit noch, die eine Anbindung an eine Backbone-Infrastruktur bekommen haben und mit allen Möglichkeiten, die das mit sich bringt. Dann haben wir natürlich gedacht, also wenn wir jetzt hier schon versuchen, so eine Werkstatt zu bauen, wenn wir jungen Leuten beibringen, dass sie programmieren lernen sollten, dann müssen wir ihnen doch auch eigentlich beibringen, dass sie lernen müssen, wie die Infrastruktur funktioniert, auf der die Programme laufen. Also das ist generell auch eine Sache, die uns hier sehr umtreibt. Ich freue mich über jeden, der programmieren lernt, aber ich ärgere mich gleichzeitig auch über jeden, der nicht versteht, dass Docker nicht die Lösung aller Probleme ist, dass es ein bisschen Verständnis braucht für Infrastruktur, dass die Netze unten drunter irgendwie laufen müssen, dass Server gewartet werden wollen, dass man verstehen kann, wie das alles irgendwie funktioniert und dass man eigentlich viel mehr so Generalistentum bräuchte als dieser sehr starke Fokus aufs Programmieren. Also ich will nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, ich glaube aber, dass wir weit weg davon sind, dass der Bildungsansatz, den wir irgendwie haben, bei den Kompetenzen, denen wir jungen Leuten vermitteln, dass das irgendwie ganzheitlich genug ist. So, alle von euch da draußen, die zuhören, die sich ein bisschen länger in dieser technischen Welt tummeln, der Technologie-Stack ist einfach unendlich tief mittlerweile. Und ich glaube, wir müssen versuchen, den auf möglichst vielen Ebenen zu durchdringen und eben nicht nur so diese sehr High-Level-Ebene des Programmierens irgendwie zu betrachten, und davon ausgehen, dass irgendwas unten drunter, irgendein Cloud-System, das uns ein kommerzieller Anbieter bereitstellt, dass das einfach so gottgegeben ist oder einfach, dass wir das einfach so akzeptieren sollten, sondern es braucht eben auch diesen Blick in den Rest des Tech-Stacks. Wir haben also gedacht, okay, wenn die jetzt schon irgendwie uns hier eine Muffel legen und die Glasfaser einblasen und wir einen Schacht haben, an den wir dann angeschlossen sind, dann braucht es auch ein Rechenzentrum. Also haben wir angefangen, uns mal ein bisschen Werkzeug zu besorgen. Wir hatten riesiges Glück, dass zu dieser Zeit, das jetzt 2019, so im Spätsommer,
um die Ecke von uns hier in Lüchen ein Musikstudio aufgelöst wurde. Ich habe so ein bisschen, wie ganz oft, bei eBay Kleinanzeigen rumgesucht nach Sachen, die wir gebrauchen könnten und habe dann festgestellt, dass da irgendwer ist, der 1500 Bodenplatten irgendwie auf eBay anbietet zum Verschenken für Selbstabholer. Dann habe ich gedacht, das ist echt cool, können wir genau gebrauchen für unseren doppelten Boden. Habe eine Spedition organisiert, die uns da ein paar Paletten abgeholt hat und habe dann festgestellt, dass das hier so Lindner Platten der ersten Generation sind, also 70er, 80er Jahre, Baujahr mit Gips und einer Metallwanne und sowas. Also wir haben schweres Gerät gebraucht, um die im Endeffekt dann zuzuschneiden, um Löcher reinzubringen, die wir später für die Wasserkühlung brauchen und solche Sachen. Nichtsdestotrotz haben wir losgelegt, wir haben fleißig Kabel besorgt und was wir sonst so brauchen und haben dann unten im Keller angefangen, so ein kleines Rechenzentrum zu bauen. Ne, der Boden ist hier schon drin, das seht ihr, wir sind riesige Fans von schöner Ästhetik. Wir hatten wieder Glück bei eBay Kleinanzeigen, dass wir so ein paar IBM-Racks mit Wärmetauschertüren gefunden haben, die im HLRS in Stuttgart abgebaut waren. Die haben wir auf eBay gekauft, per Spedition hierher geschafft, dann mühsam in diesen Kellerraum unten geschafft und angefangen, das irgendwie alles aufzubauen. Wir haben Kabeltrassen verlegt, ne, die Stromverkabelung gemacht, Datenkabel, alles muss geerdet sein. Dann haben wir angefangen, irgendwie das Patchrack zu spleißen, die ganzen Glasfasern, die wir in jeden einzelnen Schrank gezogen haben, müssen ja auch irgendwie aufgelegt werden. Das kennt ihr vielleicht auch, Pigtails, alles dreckig, muss sauber gemacht werden. Also wir sind so, sagen wir mal, wir sind hier auch da sehr daran interessiert, den ganzen Stack an der Arbeit irgendwie zu verstehen und das auch alles selber zu machen. Wir haben das ganze Equipment, was es für sowas braucht, von Spleißgeräten über OTDR, ordentliche Cleaver, eine Fiberlupe, solche Sachen, das haben wir alles da und haben auf dem Level eigentlich alles selbst gebaut. Also der Estrich war das Letzte, was irgendwer anders für uns in diesem Rechenzentrum gebaut hat und alles Weitere wurde dann von uns auch mit dem Anspruch, eine schöne Ästhetik zu haben, aufgebaut. Auch da haben wir junge Leute mit reingenommen, denn wir dachten, das ist sicherlich eine der schönsten und besten Erfahrungen, die man haben kann, dass man nicht nur in der Theorie über sowas redet, sondern einfach mal mit dabei ist, wenn man ein solches kleines, aber dann doch sehr gut ausgestattetes und ästhetisch wertvolles Rechenzentrum selbst baut. Mit viel Liebe zum Detail, wie ihr hier seht, also das ist die Tür des Schaltschranks, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie man die irgendwie kompatibel beklebt. Wenn man heute reinkommt, sieht das so aus, also es gibt sehr viel so Pyramidenschaumoptik, damit ist die Akustik auch gut, also der Raum mit im installierten Soundsystem hat eine gute Akustik und man hält sich da eigentlich auch ganz gerne auf. Das ist jetzt für uns einen guten Bezug, ein gesundes Verhältnis zu ihrer Technik haben, irgendwie auch eine ganz gute Sache, dass man da gerne ist. Wir haben mittlerweile relativ viel Infrastruktur da drin stehen. Wir haben also zwei Möglichkeiten oder zwei Modelle. Es gibt, hier sieht man ein paar Server aus unserem Projektrack. Es gibt zwei Projektracks, die wir für uns selbst benutzen können. Es gibt ein Infrastrukturrack, indem wir so ein bisschen die Core-Infrastruktur betreiben und dann gibt es drei weitere Racks für alle euch da draußen, wenn ihr also mal einen sympathischen Co-Location-Hoster braucht, der jetzt nicht mit Hetzner konkurrieren kann preislich, bei dem ihr aber helft, das Ganze irgendwie so quer zu finanzieren, dass wir im Endeffekt zwei Racks zur Verfügung haben als Spielwiese, dann meldet euch doch einfach bei uns. Das ist eine gute Sache und ihr wisst, wo die Hardware steht und dass das alles ein sympathisches Umfeld ist. Wir sind immer noch fleißig am Ausbauen. Das ist jetzt ein aktuelles Foto aus dem Bahnhof. Wir haben Ende dieses Jahres aus einem Fördergeldtopf noch ein bisschen Hardware beschafft. Das werden Compute Nodes mit einer ordentlichen Storage Fabric hinten dran, die wir für all diese Projekte, zivilgesellschaftliche, gemeinwohlorientierte Projekte, gerade in die Racks schrauben und ausrollen. Natürlich ist auch das ganze Thema Abluft- bzw. Abwärmeentwicklung so eine Sache. Hier ist ein sehr früher Prototyp, mit dem wir überlegt haben, wie können wir mit irgendeiner Turbine unter Umständen die Wärme aus diesem Raum ziehen. Wenn ihr euch gerade an den Kopf greift, habt ihr alles richtig gemacht. Das kann natürlich überhaupt nicht funktionieren, ist auch aus Brandlastsicht total schwachsinnig alles. Heute sieht das ein bisschen so aus, ist immer noch improvisiert, aber ist zumindest stabil.
Wir haben so einen Trichter gebaut, der zieht aus der Hot Zone die Wärme raus und die Abwärme, die dann durch diesen Schlauch abgesaugt wird, landet jetzt im Rest des Hauses. Und wir haben in diesem Jahr, obwohl wir schon minus 15 Grad draußen hatten, noch nicht einmal die Heizung angehabt. Das funktioniert erstaunlich gut, dass wir mit der Luft auch das Haus wärmen können und wir damit eine relativ gute Nutzung dieser Abwärme unten haben. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir haben ja immer noch diese Türen mit den Wärmetauschern hinten drin. Das ist jetzt der nächste Schritt, über den wir uns Gedanken machen, wie bauen wir das an die Heizung ran. Also das an dieser Stelle auch ein kleiner Aufruf, wenn irgendwer von euch da draußen sich mit diesem Thema Abwärme gut auskennt oder ihr irgendwen kennt, der Lust auf so ein kleines verrücktes Projekt hat. Wir haben ganz viel gerechnet und geplant, aber wir finden im Moment leider niemanden, der die für uns ideale Kombination gerne mit uns umsetzen möchte. Also wir haben im letzten Jahr die Firma Efficient Energy aufgetan. Das sind sehr nette Leute, die haben ein Kühlsystem, das ganz extrem gut aussieht. Gleichzeitig wollen wir eigentlich gar nicht kühlen, sondern wir würden sehr gerne das alles optimieren darauf, dass die Abwärme für Warmwasser, für Heizung und andere Dinge genutzt werden kann und das Ganze irgendwie ein bisschen autarker ist als jetzt mit einer Kühlanlage, die wir betreiben müssen. Weshalb wir eigentlich gerne eine Brunnenbohrung machen möchten mit einem Saugbrunnen und einem Schluckbrunnen und dann so eine Art Wärmepumpen bzw. Wasser-Wasser-Wärmetauscher Kreislauf bauen wollen, aber es ist ganz extrem schwierig, jemanden zu finden, der das so weit durchdringt, dass er Lust hat auf diesen Wasser-Wasser-Wärmetauscher in Kombination mit einem Heizungssystem und einem angeschlossenen kleinen Rechenzentrum. Also wenn ihr da irgendwen kennt, das ist eine der wenigen Dinge, wo wir gerade nicht richtig weiterkommen. Und wir haben jetzt noch ungefähr 4 bis 5 Monate, das Thema zu lösen, bevor es so warm wird, dass die Abwärme dann doch ein Problem wird und wir vor allem auch keine Heizung gebrauchen können. Da waren wir durch mit diesem Rechenzentrum und dann haben wir überlegt, na, was fehlt jetzt eigentlich noch? Das war dann auch so pandemiebedingt irgendwie, ne, 2020. Wir waren viel zu Hause, vor allem sehr viel im Bahnhof und haben uns gefragt, was braucht's? Dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut, haben festgestellt, dass wir weitere solide Teile der Immobilie erschließen könnten. Also hier unten seht ihr unseren Keller im Bahnhof. Das sieht ja auch eigentlich nach einem sehr einladenden Ort aus, wo man was reißen könnte. Wir hatten 2020 festgestellt, dass wir, nachdem dann alle hier irgendwie mit Videokonferenzsystemen in unserem Rechenzentrum versorgt waren und wir Laptops verteilt haben und so ein paar andere Dinge auch in 2020 gemacht haben, um diese Pandemie zu unterstützen, beziehungsweise die Leute zu unterstützen, die Probleme hatten in der Pandemie, vor allem die Schulen hier in der Gegend und junge Leute wieder, haben wir überlegt, dass es eigentlich auch so eine Art Studio bräuchte. Also wir haben festgestellt, es gibt, kennt ihr ja alle Lehrer, die irgendwie das mit dem Digitalunterricht nicht hinbekommen, die Berührungsängste haben, wo Dinge nicht gut organisiert sind. Und da haben wir überlegt, es wäre doch eigentlich sinnvoll, einen Ort aufzubauen. Hier sitze ich auch gerade, wo man in Zukunft hochwertig in einem Studio irgendwie Videos drehen kann und wo man in der Pandemie auch Distanzunterricht anbieten kann. Also ein betreutes digitales Klassenzimmer. Und was eignet sich besser für sowas und sieht einladender aus als dieser tolle Keller hier unten? Wir haben also auch da angefangen, diesen Keller zu renovieren. Wir haben erstmal einen Boden reingebaut. Das war total nett, weil uns Leute, die aus dem Studiobau kommen, erklärt haben, wie man sowas macht, uns ein paar technische Zeichnungen geschickt haben. Und so haben wir dann anhand von quasi Blaupausen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, angefangen, das selbst umzusetzen. Ihr seht, das hat so ein paar unterschiedliche Ebenen hier. Unten ist so eine Schüttung drin, dann liegen da diese lilafarbenen Gummipuffer drauf. Die entkoppeln das, den Holzaufbau obendrauf vom Boden. Das schwingt also alles hier unten. Wenn die Bahn hier draußen vorbeifährt, bekommt man das nicht mehr mit. Darauf wird dann ein Holz gebaut. Jetzt seht ihr hier, das sind nicht diese Gummipuffer, sondern das sind da Betonplatten, die mit Sand ausgelegt wurden und darauf dann noch eine weitere Lage Holz. Also wir haben einen sehr schweren, schwingenden Boden gebaut und bis 10 Hertz bleibt hier eigentlich irgendwie alles draußen, zumindest laut Spezifikation. Dann gab es ein bisschen Trockenbau, der zu erledigen war. Oben in der Halle wurden derweil fleißig Kabel für Bodentanks aufgelötet. Wir haben also auch gleich mitgedacht, dass wir möglichst wenig Kabelsalat, auch wenn er gesund ist, hier unten haben wollen. Aber Ordnung ist dann doch auch eine feine Sache.
Gerade wenn man mit Leuten zu tun hat, die vielleicht durch Kabelsalat irgendwie ein bisschen irritiert sind, ne, haben wir also Bodentanks verbaut, sodass wir hier uns immer direkt da, wo man was machen möchte, dann auch anstecken können, dass alles in der Regie zusammenläuft. Und dann wurde das Ganze sehr großzügig finanziert durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Im letzten Jahr dieses Studio dann auch ausgestattet. Das war also eine sehr wilde Einkaufs- und Auspackparty, die wir hier im letzten Jahr hatten, also Unboxing auf einem ganz anderen Level. Und dann haben wir dieses Studio eingerichtet mit einem schönen Mischpult, alles irgendwie vorprogrammiert, sehr leicht zu bedienen. Und das sieht dann heute ungefähr so aus. Da drüben der Audioplatz ist quasi die Richtung, in die ich jetzt hinter der Kamera gucke. Da steht der Videoschnittplatz, auf dem dieses Video hier gerade aufgezeichnet wird. Hinterher schneide ich das dann und dann wird es hochgeladen und nachher guckt ihr euch das an. Unser Team hatte auch da, wie immer, kleines, aber sehr feines Team. Wir haben das hier unten ganz ordentlich gewuppt und das war eine wirklich gute Erfahrung, dass wir auch da Thema Selbstwirksamkeit und so in der Lage waren, uns einfach selbst zu helfen und was zu bauen, was Hand und Fuß hat. Heute, ich hatte ja gesagt, wir haben ein bisschen umgebaut. Das war jetzt Teil einer neuerlichen Förderung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die wir in diesem Jahr bekommen haben, wie einige andere Spaces auch. Das hat uns geholfen, jetzt dieses ganze Konzept der Werkstatt nochmal komplett neu zu überdenken und anders einzurichten. Wir haben jetzt alle Maschinen in Regale an den Wänden verlagert. Das sieht man hier so ein bisschen. Wir haben auch eine Couch wieder drin. Also wir sind jetzt heute in der Lage, dass eigentlich alle Maschinen und Geräte und die Werkzeuge, die Lager, alles das, was nicht Menschen sind, die arbeiten wollen oder gemeinsam irgendwie was fabrizieren wollen, dass alles das an die Wände gerückt ist und mehr Platz im Raum ist für Leute. Also das ist jetzt gerade von gestern Abend, so sieht es hier während dem RC3 aus. Auch viel Chaos, aber alles was leicht beseitigt werden kann und vor allem steht der Mensch jetzt quasi, also wir alle sind jetzt im Zentrum und es ist viel mehr wieder ein Space oder erstmalig jetzt ein Space für Leute als nur ein Ort, an dem irgendwo Maschinen wild gewachsen rumstehen. Wir sind sehr gut ausgestattet mittlerweile. Wir haben also einen Haufen 3D-Drucker, so die Ausstattung kennt ihr. Ein Plotter, mit dem wir hier den Merch verkaufen, startet ab Tag 2, kennt ihr ja, irgendwie fahren können. Wir haben einen ordentlichen Lasercutter bzw. zwei, mit dem wir dann auch Projekte mit jungen Leuten machen können. Wir haben eine sehr, sehr schöne Industriestickmaschine gefunden, die genau das ist, was man eigentlich haben will. Modular aufgebaut, alles leicht und selbst zu reparieren. Funktioniert also viel verlässlicher als alles, was wir vorher gesehen haben. Wir haben, hatte ich ja vorhin gesagt, auch ein bisschen Equipment, damit wir unsere eigenen Glasfasern spleißen können und so. Und das alles ist jetzt eine solide Grundlage für das, was ich unter einer gemeinwohlorientierten digitalen Infrastruktur verstehe. Wir haben also eine Werkstatt, wir können alles reparieren, wir können Dinge bauen, wir können Sachen fabrizieren. Schöne Elektronikecke gehört natürlich auch dazu, also selbst mit einem Mikroskop oder dem Dampflötofen da hinten sind wir heute in der Lage, Kleinserienprototypen zu fabrizieren. Wir können Dinge reparieren. Also unserer Kreativität und der Kreativität der jungen Leute, mit denen wir hier arbeiten und dem, wie wir uns selbst helfen können, sind einfach sehr wenig Grenzen gesetzt mittlerweile. Und das ist eine total solide Grundlage für alles das, was jetzt kommt. Denn wir sind längst an einem Punkt, wo wir eben nicht mehr nur den Bahnhof bespielen, sondern überlegen, was das eigentlich jetzt alles für die Stadt bedeutet. Wir können Podcasts produzieren, das vielleicht noch als letztes. Radio Verstehbahnhof war so eine Sache, die wir mal versucht hatten im letzten Jahr. Da gibt es 5 Episoden, wo ich mit Anke mich vor allem über lokale Themen rund um Corona hier austausche. Das hat super gut funktioniert. Im Moment fehlt uns ein bisschen die Zeit, aber wir haben längst auch eine Medien-AG, wo wir mit jungen Leuten gemeinsam uns an diese Themen rantasten, in der Hoffnung, dass die einfach das fortführen bzw. dann auch weiterführen mit eigenen Ideen. Wir sind aber längst an diesem Punkt, wo das sich auswächst. Also mein Kollege hier in so einem Kabuff in der wilden Heimat hinten, das wird dann auch relevant im Zusammenhang mit dem Sommercamp, das wir für 2022 planen oder was uns zumindest gedanklich irgendwie umtreibt. Dazu gibt es im X-Sign ja auch noch eine kleine Session, wo ich das ein bisschen erkläre. Aber wir sind längst an dem Punkt, wo wir in der Stadt, wo sich rumgesprochen hat, dass wir sowas können und das Equipment haben und wo wir in der Stadt heute helfen, Infrastrukturen aufzubauen.
Also dieser Umstand, dass wir Spleißgeräte haben, dass wir das Know-how haben, dass wir hier kleine Schulungen machen können und dass wir auch manchmal Zeit und Lust haben, anderen Leuten zu helfen, das ist längst ein treibender Faktor hier für die Stadt geworden. Und nicht zuletzt natürlich, weil wir auch jungen Leuten sowas beibringen, das ist hier bei Jugend Spleißt, auch das findet bei uns im Bahnhof statt. Ne, wir wollen junge Leute ebenso wie uns befähigen, mit diesen Infrastrukturen zu arbeiten, das zu verstehen und zu verstehen, dass sie damit anderen Leuten auch helfen können, dass sie sich selbst helfen können, aber vor allem auch Teil eines Projekts sein können, in dem wir überlegen, wie man Infrastruktur einer Stadt anders denken sollte. Und das ist das, was im nächsten Jahr bzw. die nächsten 2 Jahre eigentlich ansteht. Das ist getragen ein bisschen durch Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen des Neuland-Gewinner-Projekts und vor allem aber auch, weil das investive Mittel braucht, durch diese Projektskizze, die wir ans Land Brandenburg geschickt haben, bedingungsloser Internetzugang für Mensch und Maschine. Das ist das, was wir uns für Fürstenberg eigentlich wünschen würden. Also mindestens mal ein freies WLAN und ein solides, ausgebautes LoRaWAN, damit wir Menschen und Maschine vollkommen unabhängig von deren Geldbeutel irgendwie ans Internet anbinden können. Wir haben im Rechenzentrum genug Bandbreite, wir können eine Glasfaserverbindung zu einem Funkturm bekommen und von dem Funkturm fangen wir dann an, über Richtfunkstrecken das Internet in der Stadt zu verteilen und von da verteilen wir dann in immer kleineren Einheiten so lange, bis Menschen und Maschine hier ins Internet kommen. Und das ist ebenso wie der Zugang zur Werkstattinfrastruktur ein ganz wichtiges Ding. Und zwar nicht als Service, den die Telekom bieten sollte, sondern als Projekt, das wir als gemeinnütziger Verein in einer Stadt ausrollen. Und das ist ein bisschen das, was ich meine mit dem, dass es mehr als nur ein Selbstzweck ist. Also ich mache das natürlich auch oder wir machen das auch, weil uns das Spaß macht. Wir machen das aber auch, weil es hier signifikant viele junge Leute gibt, die keinen Zugang zum Internet haben. Oder Familien, bei denen das Geld fehlt, damit alle einen Internetzugang bekommen können. Was bringt es einem Kind oder irgendeinem jungen Menschen, wenn er zu Hause sitzt und Distanzunterricht machen könnte, vielleicht von uns einen Laptop bekommen hat und sogar an eine Schule geht, die mittlerweile eine Schulcloud-Installation haben, wenn aber der einzige Internetzugang irgendein Smartphone ist, was tagsüber mit zur Arbeit wandert und gar nicht zur Verfügung steht. Oder wenn niemand Geld hat, das Volumen zu bezahlen. So, in vielen Familien gibt es nicht nur keine Drucker, sondern eben auch keinen DSL-Anschluss, weil das im Hartz-IV-Regelsatz gar nicht vorgesehen ist. Genauso wie das nicht stemmbar ist für viele Leute, die arbeiten gehen. Also es ist etwas, was man ganz oft vielleicht als viel zu selbstverständlich betrachtet, was aber eben nicht selbstverständlich ist. Und deswegen gehört das gelöst, abseits vom Markt, der das eben nicht regeln kann, durch die Zivilgesellschaft. Und das ist etwas, was wir hier ausprobieren möchten. Also wir verstehen uns als so eine Art Reallabor, wo man Dinge ausprobieren kann, auch netzpolitische Träume, Utopien irgendwie einfach mal testen kann, überlegen kann, wie könnte das gehen? Dann setzt man das irgendwie um und dann beobachtet man, welchen Unterschied das macht. Wie verändert das eine Stadt? Und das hat natürlich eine Wechselwirkung. Das macht auf einem ganz anderen Level das Gespräch auf, führt Leute neugierig an den Bahnhof heran, an das, was wir hier so treiben und gibt uns natürlich auch eine ganz andere Verhandlungsposition in die Stadt rein. Also auch das ist natürlich in einer Kleinstadt viel, viel wichtiger als irgendwo in einer größeren Stadt. Der Umstand, dass man hier in einem sozialen Gefüge irgendwie ankommen muss, dass man klarkommen muss, dass man sich als Teil dieses sozialen Gefüges versteht und sich da auch irgendwie positioniert. Und die Positionierung, indem man wie wir Projekte mit jungen Leuten macht und sich ein bisschen darum kümmert, dass es für alle besser wird, die ist natürlich, die funktioniert natürlich. Und dann sind wir auch wieder bei Fragen rund um das Eigentum an den Produktionsmitteln. Das ist mit der Werkstatt das Gleiche wie mit der digitalen Infrastruktur. Wem gehört das und wer darf daran? Und wenn das ein gemeinnütziger Verein ist, der das allen zur Verfügung stellt, bedingungslos, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Und da muss man einfach dann auch frech sein oder darf nicht zu lange drüber nachdenken, sondern muss das einfach mal durchziehen, wenn man an sowas glaubt. Jetzt haben wir uns überlegt, weil wir ja viele Bildungsprojekte machen, ne? Wir sind Jugendhacklabor hier, wir haben guten Kontakt in die Schulen rein, ne? Wir haben mehrere Nachmittags-AGs, wo richtig junge Leute kommen, für die das noch sehr lange relevant sein wird. Also warum machen wir aus diesem
bedingungslosen Ausbau von Infrastruktur nicht ein Bildungsprojekt? Und überlegen einfach mal, angefangen von der Planung in GIS-Systemen und Stadtplanung irgendwie über Netzwerke, die man sich auf allen Layern mal angucken muss, den Rollout und Betrieb einer Infrastruktur bis zu dem, dass das ja irgendwie hinterher eine grüne Wiese sein wird, auf der man dann andere Dinge, coole Dinge ausrollen kann, von Sensoren über irgendwelche Apps oder was auch immer. Ja, das ist ja in der gesamten Tiefe dieses Projekts auf allen Ebenen eigentlich so spannend, dass wir auch da wieder ähnlich wie beim Rechenzentrum einfach ein paar junge Leute mit reinnehmen sollten. Und deswegen wird das für die nächsten 2 Jahre unser Schwerpunktprojekt hier in Fürstenberg. Wir wollen gemeinsam mit den jungen Leuten hier, aber auch mit euch da draußen, wenn ihr Bock habt, auf sowas das aufbauen. Und euch da draußen heißt vor allem auch, dass wir 2 Bundesfreiwilligendienststellen offen haben. Wenn ihr also Bock habt, für 1 Jahr oder ich glaube, es gehen sogar 1,5 Jahre hier nach Fürstenberg zu kommen, um euren Bundesfreiwilligendienst hier zu machen, wenn ihr euch irgendwie nach der Schule oder wie auch immer erstmal orientieren wollt, wenn ihr denkt, das wäre cool, weil es einfach ein spannendes Projekt ist, weil das einen Mehrwert hat, weil man dabei was lernen kann, dann seid ihr herzlich eingeladen, euch an uns zu wenden und einfach Bescheid zu sagen. Wir würden uns total freuen. Wir hatten im letzten Jahr den riesigen Luxus, dass wir eine extrem nette Ergänzung unseres Teams durch eine Bundesfreiwilligendienstleistende hier vor Ort hatten. Das hat einfach riesig viel Spaß gemacht. Es war super gut, mit jemand Jungem, also jünger als mir selbst, zu arbeiten, die hier ganz anderen Spirit nochmal mit reinbringt und die motiviert ist, die für die dieses Studio hier unten vor allem eine tolle Spielwiese war. Na, also wir würden uns total freuen, wenn sich 2 weitere Leute finden, die Lust haben, das fortzuführen und mit uns gemeinsam hier eine Bande zu bilden und gemeinsame Sache zu machen. Das braucht natürlich auch einen Haufen Workshops. Also wenn ihr irgendwie glaubt, dass ihr was beitragen könnt dazu, wir freuen uns über jeden, der hier rauskommt, 1-2 Tage hier bleibt, von mir aus auch. Wir haben auch Gästezimmer, wenn das sein muss. Und der oder die hier draußen Workshops anbietet für die jungen Leute, für uns, mit uns gemeinsam überlegt, welchen Aspekt dieses Unterfangens ihr mit uns gemeinsam hier erarbeiten könnt und oder auch außerhalb natürlich, wir nehmen auch alle möglichen anderen Workshops. Also wenn ihr Bock habt, uns mal zu besuchen und uns mit eurer Expertise zu bereichern, dann sind wir da auch dankbare Abnehmer. Und dann natürlich nochmal an der Stelle der Aufruf, wir brauchen dringend jemanden, der sich mit dieser Schnittstelle von Abwärme eines Rechenzentrums, Kühlung durch Grundwasser und eine Heizung irgendwie, die damit verbunden werden will, auskennt. Wenn ihr da irgendwen kennt, wir können vieles hier selber machen, aber wir brauchen primär mal jemanden, der hilft, das alles ordentlich und solide und belastbar durchzurechnen. Und über die Umsetzung können wir dann immer noch reden. Wenn ihr irgendwen kennt, das selber seid, meldet euch mal. Die E-Mail-Adresse hier infra@verstehbahnhof.de, da seid ihr richtig. In dem Sinne, wenn ihr da draußen bei uns mitmachen wollt oder euch fragt, wo kann man sowas selber machen, wie kann man sowas selber machen, dann meldet euch auch bei uns. Wir haben einen Haufen Expertise und ich glaube, alles das, also ich glaube, wir haben hier was richtig Tolles geleistet, aber das ist alles auch nicht unschaffbar für euch. Es braucht nur den Glauben daran, dass es funktionieren kann und dann vielleicht ein paar Tipps, wie man einen leichten Start hat und das haben wir alles hier mittlerweile da. Also von daher meldet euch und ansonsten erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Habt noch viel Spaß beim RC3, bleibt vor allem gesund und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder auf dem Präsenzkongress. Das ist zwar remote hier auch alles ganz nett und ich sitze in einem tollen Studio, aber ich würde euch echt gerne mal wieder sehen. Also von daher hoffentlich bis nächstes Jahr und dann, wenn Fragen sind, jetzt gleich im Anschluss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Daniel. Mega spannend und auch nochmal tolle Inspiration für uns. Also vor allen Dingen das mit dem Rechenzentrum und der Abwärme, das werde ich mir für uns hier auf jeden Fall auch merken. Sehr cooler Ansatz. Das Internet hat auch ein paar Kommentare hinterlassen. Erstmal einfach das ist keine Frage, einfach nur ein Kommentar. Ich finde, das ist eine super Sache, was ihr da auf die Beine gestellt habt, schreibt jemand. Das ist schön zu hören. Wir finden das auch gut. Prima. Und dann gibt es hier noch 2 Fragen. Mhm. Und zwar die erste ist, die Kids, die habt ihr ja schon mitgebracht quasi in das neue Projekt. Habt ihr auch mal versucht, andere Zielgruppen mit anderen Themen anzusprechen und denen Angebote zu machen?
Und daran angeschlossen wäre ich noch die Frage, habt ihr auch Remote-Angebote oder muss man da bei euch vorbeikommen, um mitzumachen? Ja, also wir hatten uns eine Weile mit Remote-Angeboten, gerade was die Jugend-Hackt-Workshops angeht, irgendwie versucht. Das hat auch zum Teil ganz gut funktioniert. In der Realität ist es immer eine Frage, wie gut wir selbst hier organisiert sind und Zeit haben, dann solche Formate umzusetzen. Das braucht eine ganz andere Art von Planung und Organisation außenrum, als diese, sagen wir mal, sehr offenen Treffen, wenn halt klar ist, an welchen Tagen in der Woche hier die Werkstatt offen ist und Leute kommen können. Wir werden bestimmt, je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt mit der Pandemie, im Frühjahr auch weitere Remote-Formate machen. Für ein paar dieser der Themen, die jetzt mit dem ganzen Ausbau hier von Infrastruktur in der Stadt zu tun haben, da bietet sich das auch remote an. Also jetzt, wenn wir, keine Ahnung, zu OpenStreetMap was machen wollen oder zu Geoinformationssystemen und vielleicht auch zu Netzwerken, da kann man das ganz bestimmt auch ganz gut machen über eine Remote-Veranstaltung. Was andere Zielgruppen angeht, also wir haben dadurch, dass das Wohnzimmer oben ja zum Beispiel auch von ganz anderen Gruppen genutzt wird als von uns, haben wir schon so ganz gute Schnittstellen zu Leuten, die mit der Werkstatt jetzt überhaupt nichts zu tun haben. Und es gibt zum Beispiel seit diesem Jahr jetzt auch eine Medien-AG, das macht eine Mutter hier aus Fürstenberg, die mit den Kids hier im Studio, aber auch draußen so kleine Medienprojekte macht, so ein bisschen über Journalismus und Redaktionsplan und so redet. Und darüber erschließen wir auch andere Zielgruppen. Und das alles, wie in jedem anderen Projekt auch, glaube ich, steht und fällt ein bisschen damit, wer sich engagiert und wie viel man sich engagiert. Und ich würde mal sagen, der Bahnhof erstmal ist eine Plattform. Und ich persönlich nutze diese Plattform eben für diesen Technikschwerpunkt. Das ist aber natürlich offen für alle möglichen anderen Sachen und das braucht dann einfach ein bisschen Zeit, bis sich das entwickelt. Ja, so dass es auch nicht so nur vom Kopf her gedacht ist, sondern einfach was sich natürlich und organisch entwickelt. Okay, cool. Und ihr seid ja initiativ tätig gewesen oder geworden in der Entwicklung von digitalen Lösungen und gemeinorientierter Digitalisierung. Da ich da so ins Zeug gelegt habe, kommen dann auch von außen viele Anfragen aus der Region, so hier und da hakt es bei uns noch bei der Digitalisierung, könnt ihr uns weiterhelfen? Ja. Und wie läuft es da? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt im Zuge der Corona-Pandemie war das ganz krass. Also alles, was mit Lehrern, Schulen, Leuten, die zu Hause nicht klarkommen mit dem Distanzunterricht und so irgendwie waren, die kommen auf alle Fälle zu uns. Ist aber auch schon so, dass das geht ja los, dass wenn ich im Supermarkt mal an der Kasse stehe oder so, mich Leute fragen, ob ich irgendwie ihnen weiterhelfen kann mit einem Laptop-Problem, ja, oder sich rumgesprochen hat, dass wir hier Sachen reparieren können und dann bringen Leute irgendwie so uralte Radios vorbei in der Hoffnung, dass wir uns das angucken wollen. Also das ist halt gerade im, was ich auch persönlich sehr schön finde, in einer kleinen Stadt ja was ganz anderes, weil die Beziehungen unter den Leuten halt wesentlich direkter sind. Und das viel mehr Usus ist, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Also ich, im Gegensatz zu einer Stadt, ich habe ja vorher auch eine Weile in Berlin gelebt, da weiß ich zum Beispiel unter Umständen gar nicht, wer mit mir im Haus lebt. Das sind Leute, die sehe ich halt im Treppenhaus, aber viel mehr weiß ich gar nicht über die unter Umständen. Und hier weiß ich schon so sehr genau, wer meine Nachbarn sind und was die machen oder auch nicht und an wen ich mich mit Problemen wenden kann. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch andersrum. Und das ist natürlich, das ist gut, weil wir schließen damit ja diese auch so eine bestehende Lücke. Ja, weil einfach diese Qualifikation, die vorher hier niemand hatte und auch die Ausstattung, die der Bahnhof mit sich bringt, jetzt einfach damit gedeckelt ist und man damit Teil einer Gemeinschaft wird, die sich gegenseitig helfen kann. Das wird bei euch in der alten Hölle auch nicht anders werden. Kann ich euch garantieren. Ja. Okay, mal gucken, wie das bei uns läuft. Wir haben ja gerade erst gestartet. Nee, aber es ist sehr, sehr toll, von seinem Projekt zu hören. Das ist auch nochmal vielleicht so als ein Nachsatz. Am Anfang, definitiv die ersten Jahre, haben viele Leute hier so gedacht, was sind denn das für Leute irgendwie? Die arbeiten da mit Computern und machen irgendwie verrückte Sachen und dann liest man so ein bisschen was, kriegt man vielleicht in den Medien ein bisschen was mit oder so. Und da gab es keine Berührungsängste, aber bestimmt Leute, die so ein bisschen reserviert waren.
Und das hat sich über die Zeit einfach gegeben jetzt. Und heute, glaube ich, kann man das wertschätzen, dass es uns hier gibt und betrachtet das gar nicht mehr als irgendwie so ein UFO oder als irgendwie so komische Leute, die ganz andere Dinge machen, die auch Dinge ganz anders machen, als man es vielleicht gewohnt ist, sondern man schätzt wert, dass es das gibt und hat festgestellt, dass wir eigentlich auch nur ganz normale Menschen sind, wie alle anderen auch. Okay, ich hoffe, wir kriegen das auch hin. Ja, ja, ganz bestimmt. Hier gibt es jetzt noch eine Frage aus dem Internet, und zwar, habt ihr Tipps, wie man so ein Projekt in einem Jugendzentrum integrieren könnte? Ja, also ich glaube, erstmal braucht es natürlich Leute, die in so einem Projekt drinstecken. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ich habe von ein paar Initiativen mitbekommen, die das quasi so als, wir glauben, wir brauchen jetzt auch einen Hacker oder einen Makerspace oder so, aber hier ist keiner, der da irgendwie nativ reingehört, ne, so geplant haben, und das funktioniert dann natürlich nicht so gut. Also wenn man da nur quasi so die Organisationskompetenz mitbringt und überlegt dann, wie man sowas umsetzt, ohne dass da Leute drin sind, deren natürliches Habitat das ist, ist es bestimmt schwierig. Wenn man die Leute hat und es sogar ein Jugendzentrum gibt und vielleicht in diesem Jugendzentrum auch Räume sind, die man nutzen kann oder so, dann glaube ich, muss man als erstes mit den Leuten reden, die das schon betreiben, die vielleicht überzeugen davon, warum es das braucht. Und dann, je nachdem, wo sich das befindet, ist das gar nicht so kompliziert, weil es heute an dieser Schnittstelle von Bildung, Jugendarbeit, dann auch Corona gerade, ne, und Aufholprogramme und sowas und das Thema Digitalisierung, da gibt es ohne Ende Fördertöpfe. Und wenn man dann noch irgendwo auf dem Land sitzt und das der ländliche Raum ist, dann ist das eigentlich so das goldene Dreieck aus Bildung, ländlicher Raum und Digitalisierung, wo man dann auch sehr leicht Mittel finden kann, um sowas umzusetzen und so gerade die investiven Sachen, die es am Anfang braucht, damit man eine gute Ausstattung hat und sowas, das sollte sich dann finden lassen. Ja, wenn das Leute umtreibt da draußen, meldet euch einfach bei uns. Wir haben bestimmt einen Haufen guter Tipps, wo man da auch sehr niedrigschwellig, ohne viel Overhead, so eine Startfinanzierung finden kann und was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Ja, also bevor ihr anfangt, EU-Förderanträge zu schreiben oder so, redet mal mit uns. Das geht einfacher. Cool, das ist ein sehr hilfreiches Angebot. Vielen Dank. Hier gibt es jetzt noch einen schönen Kommentar. Ich lese ihn einfach mal so vor. Hier schreibt jemand: sehr geiles Projekt, Daniel, beeindruckend im Ausmaß, im höchsten Maße motivierend, gerade wegen den Jugendlichen. Und schön, dass die richtigen Leute auch die nötige Hardware haben, um für das nächste weltverbessernde Projekt. Das ist mein Lieb. Ja, das gefällt uns auch sehr gut, muss ich sagen. Wir staunen ja selbst manchmal. Das ist schon irgendwie verrückt alles. Ja, super. Es gibt hier keine weiteren Fragen und wir sind eigentlich auch schon am Ende unserer Zeit. Hast du noch letzte Worte, die du loswerden möchtest? Ja, vielleicht eine Sache nochmal. Ich meine, ich habe das versucht, auch im Vortrag zu sagen. Ich weiß nicht, ob das so gut rüberkam. Aber ich glaube, es gab nie eine Zeit, in der unsere Community hier besser in der Lage war und wo es auch wichtiger gewesen wäre als jetzt, dass wir uns irgendwie einbringen, um in der Gesellschaft um uns herum irgendwie mitzugestalten. Und das alles hier in seinen Facetten, ne, wir haben irgendwann, ich weiß noch, vor acht Jahren oder so, war ich das erste Mal mit Leuten in meinem Keller unten, als wir eine Party gefeiert haben, und habe gesagt, dass dieser Raum hier danach schreit, dass man da ein Rechenzentrum reinbauen würde. Ich habe das gar nicht mehr gewusst, das hat mir jemand erzählt, als ich ihn getroffen habe letztens. Und das ist ein ganz alter Traum, und wir haben über ganz viel Persistenz und das Nicht-Loslassen dieses Traums und dem Umstand, dass wir auch einfach die Chuzpe hatten, das zu machen, hier Sachen auf den Weg gebracht, von denen ich vorher wahrscheinlich, wenn ich realistisch gedacht hätte, das geht nicht irgendwie. Und es geht halt trotzdem. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass sich mehr Leute, dass ihr da draußen auch einfach das durchzieht. Ja, überlegt nicht zu lange, sondern macht einfach. Und das gute alte, wer macht, hat recht, das gilt heute mehr denn je. Und von daher freue ich mich über alles, was sonst so passiert. Und ich glaube, wir können gar nicht genug tun alle, um an der Gesellschaft mitzugestalten. Super. Das ist ein super Schlusswort.
Hier gibt es noch die Nachfrage, ob du später irgendwann noch im Jitsi-Raum für ein Gespräch zur Verfügung stehst. Ja, du musst also, ja jetzt erstmal los, ne? Aber hier gibt es auf jeden Fall noch jemanden mit Gesprächsbedarf. Kleiner Tipp, wir sind jetzt sofort im Anschluss auf dem X-Hain. Da ist auch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit dabei und Felix Just vom X-Hain. Und wir unterhalten uns ein bisschen auch über ein ähnliches Thema, vielleicht ein bisschen mit dem Förderschwerpunkt. Also das könnte auch für den einen oder anderen hier interessant sein oder die ein oder andere. Ich gucke mal, ob ich nachher vielleicht, also der Verstehbahnhof hat ja auch eine Welt, vielleicht sehen wir uns da einfach heute Abend oder so. Im Moment kann ich jetzt zumindest noch nicht sagen, wann ich in diesem Jitsi-Raum bin. Okay, prima, aber da gibt es ja noch viele Möglichkeiten, sich zu treffen und dann geht es jetzt erstmal gleich weiter im X-Hain. Und ich danke dir erstmal ganz herzlich für deinen Vortrag und für die viel Inspiration und bis bald hoffentlich mal. Und ansonsten auch per Twitter oder so sind wir auch gut erreichbar. Okay, super. Super, dann bis dann. Vielen Dank. Mach's bis bald. Gut. Ciao. Tschüss. Wie man sich engagiert und ich würde mal sagen, der Bahnhof erstmal ist eine Plattform und ich persönlich nutze diese Plattform eben für diesen Technikschwerpunkt. Das ist aber natürlich offen für alle möglichen anderen Sachen und das braucht dann einfach ein bisschen Zeit, bis sich das entwickelt. Ja, so dass es auch nicht so nur vom Kopf her gedacht ist, sondern einfach was sich natürlich und organisch entwickelt. Okay, cool. Und ihr seid ja initiativ tätig gewesen oder geworden in der Entwicklung von digitalen Lösungen und gewaltorientierter Digitalisierung. Da ich da so ins Zeug gelegt habe, kommen dann auch von außen viele Anfragen aus der Region, so hier und da hakt es bei uns noch bei der Digitalisierung, könnt ihr uns weiterhelfen? Ja. Und wie läuft es da? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt im Zuge der Corona-Pandemie war das ganz krass. Also alles, was mit Lehrern, Schulen, Leuten, die zu Hause nicht klarkommen mit dem Distanzunterricht und so irgendwie waren, die kommen auf alle Fälle eh zu uns. Ist aber auch schon so, dass das geht ja los, dass wenn ich im Supermarkt mal an der Kasse stehe oder so, mich Leute fragen, ob ich irgendwie ihnen weiterhelfen kann mit einem Laptop-Problem, ja, oder sich rumgesprochen hat, dass wir hier Sachen reparieren können und dann bringen Leute irgendwie so uralte Radios vorbei in der Hoffnung, dass wir uns das angucken wollen. Also das ist halt gerade, was ich auch persönlich sehr schön finde, in einer kleinen Stadt ja was ganz anderes, weil die Beziehungen unter den Leuten halt wesentlich direkter sind und das viel mehr Usus ist, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Also ich im Gegensatz zu einer Stadt, ich habe ja vorher auch eine Weile in Berlin gelebt, da weiß ich zum Beispiel unter Umständen gar nicht, wer mit mir im Haus lebt. Das sind Leute, die sehe ich halt im Treppenhaus, aber viel mehr weiß ich gar nicht über die unter Umständen. Und hier weiß ich schon so sehr genau, wer meine Nachbarn sind und was die machen oder auch nicht und an wen ich mich mit Problemen wenden kann. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch andersrum. Und das ist natürlich, das ist gut, weil wir schließen damit ja diese auch so eine bestehende Lücke. Ja, weil einfach diese Qualifikation, die vorher hier niemand hatte und auch die Ausstattung, die der Bahnhof mit sich bringt, jetzt einfach damit gedeckelt ist und man damit Teil einer Gemeinschaft wird, die sich gegenseitig helfen kann. Das wird bei euch in der alten Hölle auch nicht anders werden. Kann ich euch garantieren. Ja. Okay, mal gucken, wie das bei uns läuft. Wir haben ja gerade erst gestartet. Nee, aber es ist sehr toll, von so einem Projekt zu hören. Das ist auch nochmal vielleicht so als einen Nachsatz. Am Anfang, definitiv die ersten Jahre haben viele Leute hier so gedacht, was sind denn das für Leute irgendwie, die arbeiten da mit Computern und machen irgendwie verrückte Sachen und dann liest man so ein bisschen was, kriegt man vielleicht in den Medien ein bisschen was mit oder so und da gab es keine Berührungsängste,
aber bestimmt Leute, die so ein bisschen reserviert waren. Und das hat sich über die Zeit einfach gegeben jetzt. Und heute, glaube ich, kann man das wertschätzen, dass es uns hier gibt und betrachtet das gar nicht mehr als irgendwie so ein UFO oder als irgendwie so komische Leute, die ganz andere Dinge machen, die auch Dinge ganz anders machen, als man es vielleicht gewohnt ist, sondern man schätzt wert, dass es das gibt und hat festgestellt, dass wir eigentlich auch nur ganz normale Menschen sind, wie alle anderen auch. Okay, ich hoffe, wir kriegen das auch hin. Ja, ja, ganz bestimmt. Hier gibt es jetzt noch eine Frage aus dem Internet, und zwar, habt ihr Tipps, wie man so ein Projekt in ein Jugendzentrum integrieren könnte? Ja, also ich glaube, erstmal braucht es natürlich Leute, die in so einem Projekt drinstecken. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ich habe von ein paar Initiativen mitbekommen, die das quasi so als, wir glauben, wir brauchen jetzt auch einen Hacker oder einen Makerspace oder so, aber hier ist keiner, der da irgendwie nativ reingehört, ne, so geplant haben, und das funktioniert dann natürlich nicht so gut. Also wenn man da nur quasi so die Organisationskompetenz mitbringt und überlegt dann, wie man sowas umsetzt, ohne dass da Leute drin sind, deren natürliches Habitat das ist, ist es bestimmt schwierig. Wenn man die Leute hat und es sogar ein Jugendzentrum gibt und vielleicht in diesem Jugendzentrum auch Räume sind, die man nutzen kann oder so, dann glaube ich, muss man als erstes mit den Leuten reden, die das schon betreiben, die vielleicht überzeugen davon, warum es das braucht. Und dann, je nachdem, wo sich das befindet, ist das gar nicht so kompliziert, weil es heute an dieser Schnittstelle von Bildung, Jugendarbeit, dann auch Corona gerade, ne, und Aufholprogramme und sowas und das Thema Digitalisierung, da gibt es ohne Ende Fördertöpfe. Und wenn man dann noch irgendwo auf dem Land sitzt und das der ländliche Raum ist, dann ist das eigentlich so das goldene Dreieck aus Bildung, ländlicher Raum und Digitalisierung, wo man dann auch sehr leicht Mittel finden kann, um sowas umzusetzen und so gerade die investiven Sachen, die es am Anfang braucht, damit man eine gute Ausstattung hat und sowas, das sollte sich dann finden lassen. Ja, wenn das Leute umtreibt da draußen, meldet euch einfach bei uns. Wir haben bestimmt einen Haufen guter Tipps, wo man da auch sehr niedrigschwellig, ohne viel Overhead, so eine Startfinanzierung finden kann und was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Ja, also bevor ihr anfangt, EU-Förderanträge zu schreiben oder so, redet mal mit uns. Das geht einfacher. Cool, das ist ein sehr hilfreiches Angebot. Vielen Dank. Hier gibt es jetzt noch einen schönen Kommentar. Ich lese den einfach mal so vor. Hier schreibt jemand: sehr geiles Projekt, Daniel, beeindruckend im Ausmaß, im höchsten Maße motivierend, gerade wegen den Jugendlichen. Und schön, dass die richtigen Leute auch die nötige Hardware haben, um für das nächste weltverbessernde Projekt. Das ist mein Lieb. Ja, das gefällt uns auch sehr gut, muss ich sagen. Wir staunen ja selbst manchmal. Das ist schon irgendwie verrückt alles. Ja, super. Es gibt hier keine weiteren Fragen und wir sind eigentlich auch schon am Ende unserer Zeit. Hast du noch letzte Worte, die du loswerden möchtest? Ja, vielleicht eine Sache nochmal. Ich meine, ich habe das versucht, auch im Vortrag zu sagen. Ich weiß nicht, ob das so gut rüberkam, aber ich glaube, es gab nie eine Zeit, in der unsere Community hier besser in der Lage war und wo es auch wichtiger gewesen wäre als jetzt, dass wir uns irgendwie einbringen, um in der Gesellschaft um uns herum irgendwie mitzugestalten. Und das alles hier in seinen Facetten, ne, wir haben irgendwann, ich weiß noch, vor acht Jahren oder so war ich das erste Mal mit Leuten in meinem Keller unten, als wir eine Party gefeiert haben, und habe gesagt, dass dieser Raum hier danach schreit, dass man da ein Rechenzentrum reinbauen würde. Ich habe das gar nicht mehr gewusst, das hat mir jemand erzählt, als ich ihn getroffen habe letztens. Und das ist ein ganz alter Traum, und wir haben über ganz viel Persistenz und das Nicht-Loslassen dieses Traums und dem Umstand, dass wir auch einfach die Chuzpe hatten, das zu machen, hier Sachen auf den Weg gebracht, von denen ich vorher wahrscheinlich, wenn ich realistisch gedacht hätte, das geht nicht irgendwie. Und es geht halt trotzdem. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass sich mehr Leute, dass ihr da draußen auch einfach das durchzieht. Ja, überlegt nicht zu lange, sondern macht einfach. Und das gute Alte, wer macht, hat recht, das gilt heute mehr denn je. Und von daher freue ich mich über alles, was sonst so passiert. Und ich glaube, wir können gar nicht genug tun alle, um an der Gesellschaft mitzugestalten. Super. Das ist ein super Schlusswort.
Hier gibt es noch die Nachfrage, ob du später irgendwann noch im Jitsi-Raum für ein Gespräch zur Verfügung stehst. Du musst also, ja jetzt erstmal los, ne? Aber hier gibt es auf jeden Fall noch jemanden. Genau, kleiner Tipp, wir sind jetzt sofort im Anschluss auf dem X-Hain. Da ist auch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit dabei und Felix Just vom X-Hain. Und wir unterhalten uns ein bisschen auch über ein ähnliches Thema, vielleicht ein bisschen mit dem Förderschwerpunkt. Also das könnte auch für den einen oder anderen hier interessant sein oder die ein oder andere. Ich gucke mal, ob ich nachher vielleicht, also der Verstehbahnhof hat ja auch eine Welt, vielleicht sehen wir uns da einfach heute Abend oder so. Im Moment kann ich jetzt zumindest noch nicht sagen, wann ich in diesem Jitsi-Raum bin. Okay, prima, aber da gibt es ja noch viele Möglichkeiten, sich zu treffen und dann geht es jetzt erstmal gleich weiter im X-Hain. Und ich danke dir erstmal ganz herzlich für deinen Vortrag und für die vielen Inspirationen und bis bald nochmal. Und ansonsten auch per Twitter oder so sind wir auch gut erreichbar. Okay, super. Super, dann, bis dann. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Tschüss.